Plakate, Bücher, Reliquien. Mit einer vielseitigen Ausstellung ist im Jahr 2012 das Jubiläum der Inselbücherei, einer Buchreihe des Leipziger Inselbuchverlags, gefeiert worden. Der Professor der Leipziger Buchwissenschaft erklärt, wie es zu der Schau kam. Die Idee, dass in Leipzig eine Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum stattfinden soll, hat viele Inselsammler begeistert. Manche Sammler wie Egbert Pietsch haben uns sofort ihre alten Inselbücher übergeben, damit wir eine Sammlung aufbauen können. Und dann ist die Idee gekommen, dass man auch mal zeigen muss, was in diesen Büchern eigentlich drin ist, an Inhalten. Und daraus ist dann die Idee zu diesen Plakaten entstanden. Eine Arbeitsgruppe der Leipziger Buchwissenschaft hat die 100-jährige Geschichte der Inselbücherei für die Besucher lebendig gemacht. Ob Sommergarten oder Era, die aufwendigen und teils verspielten Cover der Inselbücher wurden von den Studenten nach Rubriken unterteilt. So entstanden großflächige Plakate. Wie viele zur Anzahl der Plakate? Gefühlte 30, aber ich glaube, es sind 19 oder 20, die ich gemacht habe. Und ganz am Anfang hat der Herr Wolf Winkler, ein Leipziger Grafiker, einige Plakate gestaltet. Der Inselverlag gründete sich bereits 1901 in der Buchstadt Leipzig. Seine bekannteste Buchreihe gibt es seit 1912. Schnell fanden Sammler Gefallen an den einzigartig gestalteten Titeln. Zu den Liebhabern gehört auch der Geschäftsführer des Leipziger Stadtmagazins Kreuzer. Das Sammeln ist ja immer das Abenteuer der Serie. So. Ich hatte dann so 700 Stück und ich hatte ein großes Handelstalent in der DDR, das musste man auch haben. Und man musste natürlich die Buchhändlerinnen, in der Regel waren es ja Damen, musste man natürlich durch Charme oder durch andere kleine Tauschgeschäfte gewinnen und bestechen. Ne? Das war schon, musste man schon ein bisschen Organisationstalent beweisen, damit die Sammlung auch wuchs.